Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Was ich immer schon mal wissen wollte, ist es effizienter, wenn man die Dachbox falsch rum montiert, also mit dem dicken Ende nach vorne, anstatt mit dem spitzen Ende nach vorne? Oder macht das gar nichts aus? Ja, das testen wir heute aus, denn es gibt jetzt nämlich eine Dachbox, die speziell für diesen Fall konstruiert wurde, nämlich diese hier, die To-Be-Fair Dachbox von Shop4Tesla. Und die vergleiche ich heute mit meiner herkömmlichen Dachbox, die nämlich andersrum montiert ist. Also ihr seht ja, hier ist das stumpfe Ende vorne. Und bei meiner handelsüblichen Dachbox ist natürlich das spitze Ende hier vorne. Und wir machen heute einen Reichweitentest. Ich fahre so 100 Kilometer mit der Dachbox bei Tempo 120 auf der Autobahn. Und das ist so eine Geschwindigkeit, da müsste man doch Unterschiede feststellen. Das wird ein spannender Test, also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, ich teste heute also mit zwei Dachboxen. Einmal mit der To-Be-Fair Dachbox. Die gibt es bei Shop4Tesla und To-Be-Fair ist ja eine Marke, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Die vertreiben eigentlich nur Produkte, die in Deutschland hergestellt werden und nicht in China. Aber bei dieser Dachbox ist es das Besondere, dass sie so konstruiert wurde, dass man sie nämlich genau so, also eigentlich verkehrt rum montieren muss, also mit dem dicken Ende nach vorne. Und nicht nach hinten, also normalerweise meine Box zum Beispiel, die hat das spitze Ende vorne und das dicke Ende hinten. Sieht eigentlich auch besser aus auf so einem Auto. Aber ihr wisst ja, aerodynamisch macht eine Tropfenform mehr Sinn. Der Tropfen ist ja auch bauchig, das heißt, das dicke Ende ist unten, also vorne, da wo die Luft dagegen strömt. Von daher ist das hier jetzt genauso wie ein Tropfen nachempfunden. Und laut Datenblatt soll diese Dachbox tatsächlich 7% Energie sparen im Vergleich zu einer herkömmlichen Dachbox. Und das testen wir heute aus. Von der Größe her sind die beide relativ identisch. Die hat 425 Liter Fassungsvermögen, 75 Kilogramm Zuladung, genau wie meine. Von den Ausmaßen bis auf 1-2 cm sind die im Prinzip auch identisch, also sehr gut vergleichbar. Und wir fahren gleich auf die Autobahn und fahren eine schöne Strecke, so 100 Kilometer, denke ich mal. Das sollte repräsentativ sein. Wir fahren 120 km/h und dann schauen wir mal, ob wir so nennenswerte Verbrauchsunterschiede haben oder ob wir wirklich diese 7% Effizienzsteigerung durch diese Dachbox erleben werden. Da bin ich mega gespannt. Ja, bevor es losgeht, noch zwei kleine Hinweise. Erster Hinweis, ihr wisst ja vielleicht, mein Sponsor für meinen Ladestrom bei solchen Tests ist die Firma Maingau Energie. Ihr habt ja vielleicht auch eine Maingau Autostromkarte und im Oktober gibt es eine Aktion von der Firma Maingau, dass der Ladestrom nämlich 10 Cent günstiger ist. Das heißt, an AC-Säulen zahlt ihr nur noch 39 Cent die Kilowattstunde. Das gilt aber nur für Privatkunden und leider auch nur für den Monat Oktober. Aber ein paar Wochen ist es ja noch. Und zweiter Hinweis, falls ihr euch für ein Elektroauto interessiert, es aber nicht gleich kaufen wollt, dann wäre doch vielleicht InstaDrive was für euch. Schaut mal hier. Mit InstaDrive ist der Einstieg in die Elektromobilität für euch komplett unkompliziert und ohne Risiko. Einfach ein Auto aussuchen, konfigurieren und als Abo bestellen. Keine versteckten Kosten und am Ende der Laufzeit einfach zurückgeben. Ja, dann starten wir doch mal mit der ersten Testrunde. Diesmal haben wir die Dachbox von To-Be-Fair auf dem Dach. Das heißt, sie ist im Prinzip verkehrt rum, also mit der dicken Seite nach vorne. Soll ja aerodynamisch besser sein. Wir fahren jetzt mal eine kleine Strecke, so 100 Kilometer auf der Autobahn. Muss ja schon ein bisschen was sein, damit es sich lohnt. Und dann gucken wir mal, was für einen Verbrauch wir haben. Wir fahren so Tempo 120, würde ich vorschlagen. Die Dachbox ist ja auch nur bis 130 zugelassen. Da sind 120, glaube ich, ein ganz angemessenes Tempo. Ja, Klimatisierung ist an. Wir haben es auf 20 Grad eingestellt. Also Klimaanlage läuft. Es ist heute auch relativ warm. Draußen sind es auch 20 Grad. Ja, natürlich, wenn wir diesen Test mit der To-Be-Fair Dachbox gemacht haben, dann werden wir die wechseln gegen meine handelsübliche Dachbox. Die ist dann wieder mit der Spitzenseite nach vorne. Und da die ja im Prinzip fast exakt gleich groß ist, gleiche Zuladung, gleiches Volumen, 425 Liter, dürfte das auch von der Größe her keinen Unterschied machen, sondern da geht es dann tatsächlich rein um die Aerodynamik. Ja, und wie ihr seht, haben wir ziemlichen Wind direkt von der Seite. Der ist auch relativ spürbar. Man hört es auch an den Windgeräuschen hier oben. Da
Das ist doch jetzt hier bei 120 relativ laut, auch durch das Glasdach. Da hört man den Wind, sowohl von den Dachträgern, aber natürlich eben hauptsächlich auch von der Dachbox. Aber ich kenne ja nun meine eigene Dachbox und ich meine jetzt subjektiv, ohne das heute schon getestet zu haben, dass diese Dachbox sich leiser anhört. Also die Windgeräusche sind leiser. Das könnte ja schon mal auf eine verbesserte Aerodynamik schließen lassen. Ja, nach knapp 25 Kilometer, da liegen wir im Moment im Durchschnittsverbrauch bei 20,9 Kilowattstunden. Das ist für so ein Auto wie das Model S hier mit einer Dachbox oben drauf und 120 km/h auf der Autobahn eigentlich ein ganz guter Wert. Ja, und das ist interessant, jetzt wo der Wind so mehr von schräg hinten kommt, weil wir so ein bisschen in die Kurve gefahren sind mit der Autobahn, da merkt man das an den Windgeräuschen total deutlich. Die werden viel, viel leiser. Gar nicht mehr so viel Verwirbelung, sondern mehr so ein konstantes Rauschen. Also auf der Website von TubiFair im Shop, da steht ja, dass diese Box bis zu 7% Stromersparnis bringen soll. Also Verbrauchsersparnis. 7%. Ja, da bin ich echt gespannt. Momentan fühlt es sich fast ein bisschen mehr an, weil wir liegen jetzt bei 20,2 Kilowattstunden und es sinkt noch ein bisschen. Also sollten wir noch unter 20 Kilowattstunden kommen mit Dachbox obendrauf bei Tempo 120. Ja, das wäre ja cool. Ja, und gerade der Luftwiderstand, der ist natürlich mit so einem Elektroauto extrem entscheidend und bei so einer Dachbox natürlich, da kommt da doch einiges an Luftwiderstand dazu. Und wenn die Luft warm ist, so wie heute, so mit 20 Grad, ist es auch was ganz anderes, als wenn sie kalt ist, so wie mit 5 Grad. Wenn ich zum Beispiel im Winter nach Sylt fahre mit dem Auto, dann ist der Verbrauch mit der Dachbox locker um 15, manchmal sogar 20% höher als im Sommer. Ich weiß gar nicht, es gibt auch so einen Faktor, mit jedem Grad Temperaturanstieg fällt der Luftwiderstand um so und so viel Prozent. Das blende ich euch hier unten nochmal ein, das muss ich nochmal nachschlagen, wie viel das war. Ja, jetzt bei 40 Kilometern Strecke, da liegen wir bei 19,5 Kilowattstunden. Das heißt, wahrscheinlich die nächste Ausfahrt werde ich dann die Wende machen, damit wir so auf 100 Kilometer kommen. Und dann werden die Dachboxen getauscht. So, nach 85 Kilometer liegen wir bei 20,3 Kilowattstunden, ist also noch ein bisschen gestiegen. Lange dauert es nicht mehr, dann sind wir zu Hause. Dann nehmen wir wieder die Abfahrt und tauschen die Dachboxen und dann kommt Runde 2. Ja, wir sind wieder da nach exakt 103,7 Kilometer und wir haben 19,5 Kilowattstunden verbraucht. Das ist also das Zwischenergebnis. Ja, jetzt muss ich mal eben die Dachbox umbauen. Das dauert ein paar Minuten. Ja, und dann gehen wir wieder auf die Strecke auf die zweiten 100 Kilometer. So, Dachbox Test 2 ist auf 0. Dann starten wir auf die nächsten 100 Kilometer. Diesmal mit meiner handelsüblichen Dachbox. Von der Größe her ist die fast gleich, zumindest das Volumen, 325 Liter, hat auch 75 Kilo Zuladung, ist von den Ausmaßen ein paar Zentimeter kürzer, dafür läuft sie hinten nicht so flach zu. Von daher ist das vom Ladevolumen her total identisch. Allerdings hat meine Dachbox viel weniger gekostet, die habe ich aber auch schon, glaube ich, 5 oder 6 Jahre. Die hat mich schon in der Verbrennerzeit begleitet. Und jetzt mit dem Tesla Model S leistet sie mir ja in jedem Urlaub, wo wir mit der Familie und Hund hinfahren, sehr treue Dienste. Habt ihr ja vielleicht in meinen Videos mitbekommen. Aber ich kann ja schon mal so viel sagen, dass die Windgeräusche hier oben bei 120 jetzt eigentlich identisch sind. Da merke ich gar keinen Unterschied. Ich hätte gedacht, das wäre lauter mit meiner alten Dachbox. Aber irgendwie tut sich das nichts. Ja, jetzt nach 18 Kilometern, da liegen wir bei 21,3 Kilowattstunden. Ziemlich genau eine Kilowattstunde mehr als mit der anderen Box, die aerodynamisch besser ist. Bin mal gespannt, ob das so bleibt. Ja, das zieht sich immer noch durch. Wir haben 20,9 Kilowattstunden nach 45 Kilometer. Also es bleibt dabei 5% mehr verbraucht diese Dachbox. Und wenn ihr euch für diese andere Dachbox interessiert, die TubiFair Dachbox, die man sozusagen verkehrt rum aufs Dach schnallt,
dann schaut doch mal beim Shop for Tesla vorbei. Die vertreiben die nämlich und auch die Marke To Be Fair haben sie ja im Prinzip erfunden. To Be Fair bedeutet halt, dass die Produkte in Deutschland hergestellt werden beziehungsweise mindestens in der EU und nicht aus China kommen. Und bei der Dachbox hier, also bei der anderen Dachbox, bei der To Be Fair Dachbox, bedeutet das, dass sie aus Schweden kommt im Moment. Wird noch nicht in Deutschland gebaut. Aber beim Shop for Tesla gibt es auch noch andere Sachen, zum Beispiel Fußmatten für Model 3, für Model Y. Alle made in Germany und sogar in Bremen, also Achim bei Bremen, da werden die hergestellt und die kommen nicht aus China. Also viel, viel nachhaltiger das Ganze. Und wenn euch das interessiert und ihr was bestellen wollt, dann benutzt doch meinen Affiliate-Link. Den verlinke ich euch hier unten oder auch in der Videobeschreibung. Und dann bekommt ihr 5% Rabatt auf jede Bestellung beim Shop for Tesla. Und das nur, weil ihr dieses Video geschaut habt. Ist das nicht geil? So, hier ist die Abfahrt Stotel. Wir haben jetzt genau 50 Kilometer wieder auf der Uhr. Hier fahren wir runter und drehen. Und beim ersten Versuch, da haben wir auf der Rückfahrt noch ein bisschen mehr verbraucht, weil der Wind dann wieder mehr von vorne kam. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt immer noch so ist. Jetzt liegen wir bei 20,5 im Moment. Jetzt merkt man auf der Rücktour hier oben von der Dachbox ein leichtes Pfeifen. Das könnt ihr hier im Video wahrscheinlich nicht hören, aber ich höre das hier am Ohr ganz deutlich. Dieses leichte Pfeifen sind natürlich Luftverwirbelungen. Das hatte die andere Dachbox auf gar keinen Fall. Da war das ein gleichmäßiges Rauschen. Jetzt auf der Rückfahrt ist es auch ein bisschen lauter geworden, weil wie vorhin kommt der Wind jetzt schräg von vorne. Und das macht sich in Geräuschen bemerkbar. Und ich sehe es auch hier schon bei der Verbrauchsanzeige. Wir sind jetzt wieder bei 20,9. Es geht weiter nach oben. Also ich denke, wir werden am Ende über die 21 kommen. Ja, wie ich erwartet habe, nach 70 Kilometern liegen wir bei 21,1. Das wird noch ein bisschen mehr, glaube ich, bis wir irgendwie zu Hause sind. Das ist ganz interessant, vor allem wenn man bedenkt, was ich so im Durchschnitt ohne Dachbox und ohne Dachträger verbrauchen würde bei dieser Strecke. Ich kenne ja den Wagen nur mittlerweile relativ gut und eigentlich in- und auswendig und ich weiß eigentlich genau, was ich bei welchem Wetter und welchen Geschwindigkeiten verbrauche so mit dem Auto. Und jetzt bei 20 Grad und Tempo 120, da liegt das Model S hier auf der Autobahn ohne Dachbox eher so bei 17,5 bis 18 Kilowattstunden, also deutlich drunter. Und ja, Dachbox 1 war 19,5 und mal sehen, wie es mit Dachbox 2 am Ende ist. Und vor allem fahre ich jetzt ja auch nur Tempo 120 und wenn ich dann einfach schneller fahre, wisst ihr vielleicht, dass der Luftwiderstand durch die Geschwindigkeit, bei höherer Geschwindigkeit exponentiell zunimmt. Das heißt, wenn ich 130 fahren würde statt 120, dann wäre der Unterschied zwischen den beiden Dachboxen noch viel größer. Momentan liegen wir ja auch eher so bei 5-6%, vielleicht liegt er dann irgendwann auch sogar bei 10%. Das lohnt sich dann schon. Ich meine, bei 100 Euro Kosten für Strom auf einer längeren Strecke sind das 10 Euro gespart. So, Test ist gleich vorbei. Wir sind gleich wieder bei der Abfahrt. Wir haben 95 Kilometer gefahren und 21,0 Kilowattstunden. Aber ein paar Kilometer müssen wir noch und abgerechnet wird erst ganz zum Schluss. Ja, also ich sag dir, abgerechnet wird erst zum Schluss und am Ende sind es wirklich nur 20,3 Kilowattstunden gewesen statt 19,5. Also das sind keine 5%, würde ich sagen, sind eher so 4. Also dass es doch nur so ein geringer Unterschied ist, das hätte ich jetzt wirklich überhaupt nicht gedacht. Ich hätte tatsächlich gedacht, der Unterschied ist viel, viel krasser. Allerdings hatten wir heute natürlich mit 20 Grad doch relativ warmes Wetter und ich bin auch nur 120 gefahren. Das heißt, wenn ich jetzt 130 fahren würde, also quasi das Geschwindigkeitslimit ausreize, wofür diese Boxen zugelassen sind, und wenn das Wetter auch viel kühler ist, sagen wir mal Winterwetter, so 5 Grad oder sogar 0 Grad oder unter 0, dann wird dieser Unterschied mit Sicherheit viel, viel krasser. Weil ich weiß, 20,3 Kilowattstunden, das ist mit meiner alten Dachbox hier oben bei der Geschwindigkeit ein ganz guter Wert. Und ich kenne den Wert auch aus dem Winter. Wie gesagt, liege ich da eher bei 23 bis 25 Kilowattstunden. Auch bei 120 bis 130. Also ist dieser Test sehr interessant gewesen für mich, sehr erhellend. Also der Unterschied zumindest im Sommer oder bei warmem Wetter mit Dachbox, mit der spitzen Seite nach vorne oder der stumpfen Seite nach vorne, der ist gar nicht so groß,
wie viele und auch ich vermutet haben. Also die Aerodynamik mag besser sein, aber zumindest mit dem Model S hier ist der Mehrverbrauch ja relativ im Rahmen, 4 bis 5%. Und diese 7%, die der Hersteller verspricht an weniger Verbrauch mit der To-Be-Fair-Dachbox, wahrscheinlich gibt es den dann nur im Winter. Ja, diese Dachbox, mit der ich getestet habe, die ist speziell dafür konstruiert worden, genau so aufs Dach zu kommen, also mit dem dicken Ende nach vorne. Ihr könnt jetzt nicht einfach hingehen und eure normale Dachbox, die ihr vielleicht zu Hause habt, verkehrt rum aufs Auto bauen. Das wäre sehr gefährlich, denn der Luftwiderstand ist dann natürlich ein ganz anderer. Und es könnte passieren, dass euch bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn der Deckel wegfliegt, weil der Verschlussmechanismus für diese Art der Belastung nicht ausgelegt ist. Das soll schon so passiert sein, denn ihr wisst ja, ich fahre ja öfter nach Sylt auf dem Autozug zum Beispiel. Und da werden die Autos auch manchmal verkehrt rum eingeparkt für die Überfahrt. Und wenn man eine Dachbox auf dem Dach hat, dann muss man die von der Deutschen Bahn mit einem Sicherheitsgurt sichern, also mit einem Gurt sichern, damit der Deckel nicht wegfliegt. Das soll bei denen schon passiert sein und deswegen geben die einem dann einen Gurt, den man dann sogar behalten darf. Ja, was ein Service der Deutschen Bahn. Vielen Dank. Also es wäre gefährlich, die Dachbox einfach verkehrt rum aufzubauen. Da muss man schon eine kaufen, die dafür auch wirklich ausgelegt ist. Ja, ich fand es einen spannenden Test. Ich bin jetzt auf jeden Fall schlauer als vorher. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.